Das war ein Zusammenhang, wie die Arbeitsgruppe Werft entstanden ist. Das war ungefähr 2012, bin ich mit der Gruppe in Berührung gekommen. Die Motivation war eigentlich die, dass ich hier im Museum dann von der Werft Pläne gefunden habe, die ursprünglich in meinem Büro auf der Werft gehangen sind. Nämlich alte Pläne, so ab 1860 weg. Und die sind auf einmal hier im Haus aufgetaucht. Und da bin ich dann näher in dieses Thema eingetaucht, habe das einmal gesichtet und natürlich auch der Weg in die Bürgerbeteiligung hat sich dann wesentlich stärker geöffnet. Die Marke Korneuburg, da ich finde, dass eine Dachmarke über das ganze über den ganzen Kulturbereich drübergelegt gehört, das jetzt ja wahrscheinlich mit der Marke endgültig entstehen wird. Unter Umständen die Synagoge, die relativ konkret in der Übergangsphase ist, wo man glaubt, dass man Lösungen finden kann. Natürlich hier im Haus, im Museum selbst laufen Projekte. Neue Projekte sind am Laufen. Das ist ein Teil davon Street Art, wo man versucht, Gemälde an Hausmauern unterzubringen. Da wollen wir ein Musterprojekt umsetzen in der nächsten Zeit. Kultur ist einfach meine Linie, mein Fach, mein Wissen auch zum Teil und mein Netzwerk. Das prägnanteste ist das Radio Korneuburg. Das ist auch in diesem Bereich entstanden. Dann natürlich, was damals eine große Aufgabe war, ist die Homepage. Ich glaube, das kommt auf die Bürger an, wo das Interesse der Bürger liegt. Und ich finde, ich kann es jedem, nur jedem empfehlen, mitzutun, weil es einfach auch ein Teil zur Stadtgestaltung ist, zur Kulturgestaltung. Und ich finde, das müsste für jeden wichtig sein.